Guten Morgen, Freunde, geisteskranke Leaks von Shiny Treasure X. Wir haben die wichtigsten Karten. Es ist auch eine krasse Nachtara-Karte dabei, die mit einer Weifu-Karte so zusammen ist. Also wir haben jetzt eine neue Nachtara-Karte, Weifu-Style. Richtig heftig. Wir schauen jetzt mal rein. Keine Info, wir haben noch nicht alle Karten da. Ihr wisst ja, es gibt ja über 160 Secret Rare-Karten. Wir werden jetzt mal so die wichtigsten durchgehen. Man, die Baby-Shinies haben wir jetzt nicht alle, aber ich glaube, da gibt es nicht viele große Überraschungen. Wie ihr hier sehen könnt, ja, gibt es eine Menge von denen. Pikachu, Raichu natürlich ein Highlight, ja, so wie alle Gen 1 Pokémon. Und ist ein riesengroßes Set, ja, also von diesen Secret Rare-Karten. Ja, was soll man dazu sagen? Also auch hier Mimikyu, es ist einfach ein mega, mega großes Set. Riolo, wir haben Hauluka, also die Monster, die wir eigentlich schon immer wieder hatten. Aber wir haben von den Secret Rare-Karten, von den Illustration Rare, von den Special Illustration Rare, so gut wie alles geleakt. Es ist nur eine Karte nicht geleakt worden bis jetzt. Und dann haben wir noch die Full Art Karten, hier seht ihr hier, wir haben Mew. Also da haben wir doch keine Generation Warner, wir haben das Glurak hier, Doodleoof, wir haben Taubos. Und ja. Ansonsten, das waren jetzt mal die im Schnelldurchlauf, die Shiny Pokémon. Die kann man jetzt mögen oder nicht. Ja, ich glaube, es gibt viele, die feiern. Die Kritik ist ja natürlich, hey, das sind zu viele, wie soll man sagen, zu viele Kopien. Ja, die Karten sind nichts Besonderes. Novern EX, gab es ein bisschen Kritik dafür. Da dieses Pokémon, ja, eigentlich ist nicht dieses Wunsch-Pokémon ist. Aber jetzt, ich glaube, das wird eine Überraschung, was wir jetzt sehen. Und zwar, wir schauen uns jetzt an, die Illustration werden Special Illustration Rare Karten. Ich glaube, damit hat so niemand gerechnet. Ja, und zwar sind zwar sehr viele Shiny Pokémon, ja, Babys, Full Art, aber wenn wir jetzt reinschauen in die, hoppala, gedrückt, wenn wir jetzt reinschauen in die Secret Rare Karten, haben wir jetzt mal hier den Judge. Ja, eine nicht so interessante Karte, würde ich sagen. Wir haben hier den Cliff. Und kleine Spoiler, da gibt es eine Special-Illustration-Karte von dem, die vermutlich teuer sein wird. Kleiner Spoiler schon mal. Ja, wir haben hier die Freunde von Baldea. Auch hier natürlich eine Neuauflage von Freunde von so von Gala und so weiter. Kennen wir schon. Nichts Neues. Dann haben wir das Mew EX. Und ja, hier haben wir es auf Japanisch, damit ihr die Karte bestätigt. Ich finde es extrem cool. Ja, die Karte ist nice. Shiny Alternate Art Karten ist richtig, richtig heftig. Ja. Dann haben wir das Gardevoir, eine der schönsten Karten überhaupt. Abstimmung gemacht. Ihr feiert die Karte extrem. Wundert mich natürlich nicht. Also, was man hier auf jeden Fall auffällt, dieser blaue Hintergrund. Und ja, das ist einfach extrem abgestimmt. Also, ich glaube, das wäre etwas, was wir vielleicht öfter sehen werden in Zukunft, hoffentlich, dass vielleicht so ein, zwei Shiny Pokémon drin sind pro Set. Das wäre, glaube ich, extrem gelungen. Dann natürlich das Glurak. Auch hier, das ist sehr rot gehalten, so rot-schwarz, wenn das gerade war, blau-schwarz ist. Dann haben wir, und das ist eine Überraschung, wir haben die Iona in einer neuen Special Illustration Ware. Wir schauen. Ja, also wir haben jetzt hier die nächste Iono-Karte. Kann man mögen, muss man nicht. Mir persönlich gefällt die Karte mehr. Ich habe erst vor kurzem die Iono Specialist Wish Karte kritisiert. Aber die hier für mich persönlich sieht gelungener aus als die vorige Karte. Das finde ich eine Überraschung. Dann gibt es eine, die wir noch nicht wissen. Ja, die haben wir noch keine Idee. Und jetzt, glaube ich, kommt die Enttäuschung. Und zwar, ja, das war's eigentlich schon mit dem Pokémon Special Illustration. Das war's, ja. Es gibt nur Glurak, Gardevoir, das Mew. Ja, das sind die einzigen drei Shiny Pokémon drinnen. Das heißt, das Set ist extrem klein, was die Special Illustration Karten angeht. Ja, wir haben dann aber noch drinnen den Level. Wie vorangedeutet, ich glaube, die Karte hier hat etwas Besonderes. Wir haben schon die Penny oben. Die Iono ist drauf, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Wir haben hier auch interessanterweise ein Anton drauf.
der ja auch in der neuen Serie dabei sein wird. Habe ich ein Video gemacht darüber. Das Schweinchen Ferkuli haben wir drauf. Das ist eine schöne Karte, ehrlich gesagt. Ja, es ist was ganz Neues von der Art. Schreib mal rein, mach das Felinaris drauf. Ich glaube, die Karte hat Potenzial. Gerade weil einfach alle Charaktere drauf sind. Ja, also ganz geile Sache mit Penny, mit Iono. Dann haben wir hier den Arwen. Ich glaube, die Karte ist so ziemlich, ja, von den Specialist Original Karten, die Karte, die man da vielleicht nicht haben will. Also auch hier eine Anlehnung, ja, den eh schon gehabt eigentlich. Und dann haben wir nochmal den hier, wo der auch eine eigene Specialist Original Karte, die ja ähnlich ausschaut wie das, was wir hier sehen. Dann, ja, haben wir hier die Karte und ich glaube, das ist die große Highlight-Karte. Guckt mal genau hin, das wird das sehen, ich also extra groß mache für euch. Wir haben hier quasi eine sehr dunkle angelegte Karte, die sozusagen, ja, Penny. Wir haben es mit Evoli drauf, quasi, und mit einem Nachtara. Also, die Karte hier, meine Freunde, die wird so ziemlich das krasseste sein aus dem Set. Ja, Nachtara mit Penny. Gerade bei Penny, wo es ja keine krasse Karte gegeben hat. Die Illustration-Karte, Special Illustration-Karte aus dem Set, die kam nicht so gut an. Das wisst ihr vielleicht ja. Aber die Karte hier, die ist natürlich meiner Meinung nach besser als die Iono-Karte. Definitiv. Ja. Also die Karte ganz sicher. Ich glaube, das wird die teuerste Karte sein mit dem Glurak. Ich glaube, Japanisch wird das die teuerste Karte sein. Ja, die Chase-Karte überhaupt. Richtig gelungene Karte, wow. Ich glaube, die wird auch bei uns mehr als nur ein paar Euro kosten. Ja, das ist die Top-Karte. Da werden die Nachtara-Sammler richtig drauf geiern. Auf die hier. Und ja, da haben wir die Gold-Karten hier. Wenn ihr hier schaut, da haben wir sie. Kleines Foto. Und das sind vor allem die chinesischen Pokémon. Oh, wir wissen, wo Jin haben wir. Wir haben Jiyu. Hier ist ja den Fisch. Sieht so aus. Dann haben wir den Jin Pao. Dann eins haben wir noch nicht. Wir haben den Rhydon EX und den Corridon EX. Ja, also die Goldkarten. Und ja, ist mal was Neues. Ist sehr stark angehaucht auf die Goldkarten von Tag Team All Stars GX. Finde ich. Und ja, warum nicht? Schaut gelungen aus. Ja, warum nicht? Gehen wir den Generation, den aktuellen, eine Plattform, dass sie tolle Karten kriegen. Zusammengefasst, wie gesagt, die Penny, eine Top-Karte. Der hier, Clevel, eine Top-Karte. Richtig krasse Karte. Iono natürlich. Ich glaube, die Penny ist Number One. Dann kommt Iono. Dann kommt wahrscheinlich Glurak. Dann kommt Gardevoir. Mew ist heiß. Okay, jetzt haben wir noch die weiteren Karten gelegt während dem Video. Also wir haben hier die nächste Karte. Wir haben hier die Nemona Full Art. Das war die fehlende Karte vorhin. Die ist noch ziemlich interessant. Dann haben wir die auch in Special Illustration Wear. Ja, wir werden auch nachher noch kurz die große Überraschung sehen. Wir haben hier die Special Illustration Wear Version, die, glaube ich, auch sehr schön aussieht. Das ist, glaube ich, eine gelungene Karte. Definitiv. Also scheint mir so, dass das Set eher auf die Trainerkarten angelegt ist, von den besonderen Karten. Aber die Karte extrem interessant. Also Nemona wird auch eine starke Karte sein. Und ich glaube, die große Enttäuschung ist, dass es nur wenig Illustration Rest gibt. Ja, und zwar haben wir jetzt Schlichter Shiny hier. Der ist natürlich eine Top-Karte. Wir haben den Delfinator, der etwas an Terminator erinnert. Ja, für mich persönlich ist das eine der krassesten Illustration Rare Karten, die sich mit Groudon, mit Carpador, mit Volnuna in die gleiche Kategorie einordnen lässt. Ja, wenn nicht sogar auf Carpator Level, meiner Meinung nach, wobei Carpator wird schwer wegen der Legacy. Dann haben wir Pommy und ich glaube, das ist die schwächste Illustration Rare Karte. Ich glaube, da werden einige von euch zustimmen. Die Karte ist von den Illustration-Karten jetzt bis mal nicht das krasseste und dann Mimikyu bei uns die Illustration-Karte aus der ETB ist eine, finde ich, coole Karte. Die Dame ist abgebildet, Mimikyu hat ein interessantes Farbspiel, die Karte. Ja, aber ja, es sind nur vier Illustration-Karten in dem Set insgesamt
was relativ wenig ist, ja, das wenigste, was wir je gesehen haben. Und schreibt mal eure Meinung dazu rein. Ja, bei Illustration mal Karten, dass die quasi fehlen. Ja, finde ich persönlich krass, ja, dass sie so wenig reingegeben haben. Wenn wir auf Cardmarket schauen, das Set geht es noch etwas runter. Ich habe jetzt gesehen hier, schon auf 99 aus der Schweiz angeboten auf Cardmarket. Ja, 110 ist derzeit der Marktpreis, das heißt, ist schon etwas runtergefallen, ging für 115. Ich glaube, das Set hat einiges für Leute, die Shiny Pokémon haben wollen. Es gibt weibliche Charaktere, es gibt ein paar Shiny Altered Art Pokémon. Ich glaube, das Set hat für jeden etwas. Man muss natürlich klar sein, dass wenn so viele Karten in dem Set drinnen sind, wird es sehr schwer, diese Specialist Visual Karten rauszuziehen. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand eine bestimmte Einzelkarte will, oder vielleicht so 5 Karten in dem Set, dann ist es vermutlich cleverer, sich die Karten einzeln zu holen. Ja, das ist klar. Wer sich überraschen lässt, ich glaube, das ist auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Also, wenn jemand etwas mit japanischen Karten anfängt, ja, fängt ja nicht jeder was mit japanischen Karten an. Erwachsene eher, Kinder weniger. Und ja, ist eine interessante Sache. Auf jeden Fall. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schreibt hinein, wie findet ihr das Set? Ich glaube, wie gesagt, wenig Illustration-Karten, viele Waifu-Karten, Trainerkarten, lastig, Shiny-Pokémon haben wir in Altered Art. Wir haben sie in Baby, in Full Art. Finde ich spannend. Und auch die Gold-Karten insgesamt eigentlich relativ interessant. Lasst ein Like, lasst ein Abo da und schaut euch hier eines dieser Videos an. Warp-Freunde, wir hören uns. Schönen Tag.